Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen angespielt Stormshoot Insel des Abenteuers. Abenteuers, ja, so heißt es tatsächlich. Ein Vorschlag eurerseits, habe mich tatsächlich aber auch selber auf die Liste geschrieben. Und das ist einer dieser, ich werde das mal skippen, einer dieser Games, wo wieder sehr viel Werbung herrscht, weil das Spielprinzip recht einfach ist. Und zwar müssen wir schießen und die Physics nutzen. Zum Beispiel so, dass der Schuss abprallt. Ich habe ihn aber angeblich nicht getroffen. Wait, what? Ich glaube, ich soll einfach nur probieren. Oder auch nicht. Okay, das erste Mal habe ich dich getroffen angeblich. Mitten durch den Kopf. Zwei Beschleuniger. Beschleuniger. Das heißt, es ist so ein Aufbau-Game und das sind nur Minigames oder was? Oh Gott, ist das schlecht. Oh Gott, ist das schlecht. Ja, gut. Das ist wie Hero Wars und wie die ganzen Games heißen, wo die Minispiele echt geil sind. Aber diese Aufbaukacke nervt halt super krass, ne? Naja, schauen wir mal. Vielleicht muss man auch mit jedem Gebäude einfach Gegner bekämpfen. Das kann ja auch sein. Oh, die haut ab. Ah, Hilfe! Jetzt halt, renn doch nicht dahin. Ja, das ist natürlich schade. On my way. Ich muss gerade ein bisschen Stein absammeln, um das verbessern zu können. Eine magische Kristallfabrik. Erkunden. Kapitelquests. Yay, und ein Schiff. Und sechs Schlösser. Blackbeard hat jemanden gefangen. Ruhig, Hallöchen. Na gut. Zumindest kann man das schon mal öfter machen, als irgendwie bei Hero Wars, wo man diese komischen Stifte rausziehen musste, wo man in einer bestimmten Reihenfolge alles machen musste, damit man alles bekommt. So, lösen wir die Kette. Geheimnisvolle Insel. Wir brauchen jetzt also noch 6, 7 weitere Schlüssel, um die Schlösser zu öffnen. Und wieder auf Kapitelquest freigeschaltet. Scharfschütze. Tot. Oha, wie geil. Oh, Entschuldigung. Wir haben aber keine, ja, wir haben keine Etappenbelohnung. Das heißt, wenn wir mit einer Kugel gewinnen, kriegen wir genauso viel, als wenn wir noch mit 4 Kugeln gewinnen. Oh, schade, geht gar nicht zurück. Tot. Etwas unbegrenzt. 10 Goldmünzen. Okay, ist echt lustig. Wird nach Kapitel 1 vielleicht. Okay, jetzt können wir erstmal nicht mehr machen. Renovieren die magische Kristallfabrik. Da wird jetzt geschuftet, aber ich sehe gerade nichts. App ist etwas verzögert. Nicht so geil programmiert. So, erledigt. Verbessern fest noch für 2, erkunde die Umgebung. Verbessern den Magenschuss einfach für 2. Für 10 Dingensen. Okay, das hat jetzt aber ein anderes Baufeeling, finde ich. Also ich finde es gar nicht so schlecht.
Aktuell zumindest. Besser als diese anderen Games, wo man eine Farm bauen musste und so weiter. Du hast 100 Gold erhalten, nice. Rette die versteinerten Dorfbewohner. Oh. Yes. Yes. Okay. Ah, da. Versteinerung aufheben. Ich dachte schon, ich müsste verdursten, aber ihr seid mir zur Hilfe geeilt. Oh, nice, noch ein Dorfbewohner. Sehr schön. Geht das auch so? Naja, geht nur so. Was wird dann sogar hell, wenn wir richtig sind. Sehr schön. Mhm. Bisher cooles Spiel, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist doch besser als die anderen. Was haben wir hier noch? Komme ich nicht ran. Bis die Meerjungfrauen mit dem Einsammeln der Ressourcen fertig sind. Okay, on my way. So, nächster erledigt. Relativ verständlichen Dorfwohner. Achso, das, ah, das ist eine einzelne Quest, verstehe. Ach so. Alle einfordern. Und wieder einen neuen Schlüssel für die Ketten. Wusch. Sie steigt und steigt. Kriegen wir wahrscheinlich nächstes Mal zwei Schlüssel, oder? Etwas lauert im Nebel. Sie kann sich nach dem Essen nirgendwo hinziehen. Ja, aber einen Palast bauen oder was? Drei Holz brauchen wir noch dafür. Holzer. Okay. Schließe Etappe 16 im Schaf. Das finde ich gut. Machen wir das erstmal. Ziehen wir uns erstmal das hier rein. Wir kriegen dafür auch Belohnung, das ist ja nice. Jetzt geht's ab wie Angry Birds. Jetzt sind wir bei Angry Birds angekommen. Ja, auch sehr lustig. Platsch! Gut, auch das und das haben wir hier noch. Oh, wollte ich gar nicht. Kann man die wiederholen? Kriegen wir dafür irgendwas? Scheint nicht, wa? Könnte man nur noch mal probieren. So, Holz, Holz, Holz. Yes. Achso, das mal weg, das mal weg, das mal weg. Will do. Yes. Keine neuen Leute mehr. Wir müssen fest auf Level 3. Let's go. Ein Schießstand, wenn man Fernkampftruppen trainiert. Yes. Okay. Nicht im Einsatz, 2 von 3, ja? Yes. Status Meisters der See. On my way. Yes. On my way. Geläutert. Also bisher muss ich sagen, cooles Spiel. Der Anfang ist tatsächlich noch sehr cool. Attack! Habe ich Truppen? Ich habe Wesley. Ein Wesley Crusher. 300 Truppen, 3000 Truppenstärke, 300 Jäger. Okay. Aha. Wir haben Kanonen. Ach, sogar Peggy machen wir, obwohl sie ja gefesselt ist.
Oh, geht's noch weiter? Nee. Ein Holz, 50 Nahrung bekommen. Cool. Tröste sie behutsam. Danke, Captain. Ich fühle mich schon viel besser. Klar beschütze ich dich. Was haben wir hier Schönes? Läutern. Ich habe eine Kaserne. Wir können neue Leute da ausbilden. Sehr schön. Wir können also erstmal hier weiter. Hier. Und da. Und da. Wieder eine versteinerte Person. Ein Schuss. Ein Treffer. Nö, das möchte ich nicht. Verzichte. Das seltsame Besatzungsmitglied. Bei der Inspektion der Festung hast du in einen Umhang gewandt, das Besatzungsmitglied entdeckt, das zusammengekaut auf der Straße saß. Untersuche den Umhang. Was? Es ist der Mädchen, das schwer verletzt ist. Sie klammert sich an das Paket, als ging es um ihr Leben. Nachdem ihre Wunde verwundet ist, kann sie wieder gehen. Lass sie frei, natürlich. Hä? Ich bin doch kein Arsch. Du beklagst dich, wie schwer das Leben ist, aber beschließt, sie gehen zu lassen. Nachdem du dich umgedreht hast, entdeckst du eine kleine Tasche auf dem Boden mit 100 Steinen. Sehr nett. Oh, wir haben noch einen Bewohner. Sehr cool. Neue Truppenart. Ausbilden können wir Jäger. Weiß nicht. Ach, drei Sekunden sogar nur. Muss den ganzen Kram immer abbauen. Okay. So, wir haben hier Quests erledigt. Haben wir noch was offen? Verbessern Schießstand Level 2. Let's go. Ich muss sagen, das Bauen ist hier deutlich angenehmer. Kann man noch mal Jäger verbauen. Das kann ich 20 Stück bauen. Ich brauche 400 Nahrung dafür. Huch. Das ist viel. Yes. On my way. On my way. Wir haben eine Truhe gefunden. Let's go. Was ist da drinne? Drei Holz, geil. Will do. Junge, das, Umscrollen ist ein bisschen nervig. Okay. I'll go. Okay. Wir sind super schnell am Abarbeiten, sehr geil. On my way. I'll go. Nix. Okay. Will do. I'll go. Gut. Wir können nächste machen. Allein fordern. Und die nächste Kette lösen. Meerjungfrau, Kapitel 3. Des Nachts ertönt von dort melodischer Gesang. Vielleicht eine Meerjungfrau, mit der ich mich anfreunden kann. Ja, sicherlich. Festungslevel 4. Let's go. Wir haben noch ein bisschen Bäumchen. Bau auch verschiedene Gebäude. Entwickle deine Festung, werde stärker. Ich kann bauen. Deine Bauern sind untätig. Hups. Wirtschaftlich. Krankenhaus und Obstgarten. Na denn? Wir können Leute heilen. 10 Jäger sind verletzt. Und noch ein Obstgarten für mehr Nahrung wahrscheinlich. Kann man nicht mal verbessern. Wichtig. Okay. Wir haben wieder eine Truhe gefunden. 10 Duplonen. Und nochmal alles wegmachen hier. Erforschen. Von mir sonst noch was? Nee. I'll go. Okay. On my way. Die sind alle fertig. Krankenhaus gebaut. Obstliste gebaut. Huch. Bringt mir
4110 pro Stunde. Läutern wir eine Versteinung aufheben. Ach, geht noch nicht. Da vorne alle Edelsteine, die in der Krone des Meisters in der See eingebettet sind. Na gut, dann gehen wir erstmal dahin. Läutern wir die Himmelskugel. Eine Bande untoter Piraten in der Nähe unserer Festung herum. Können wir die auch wieder abschießen? Ach ne, die müssen wir wieder bekämpfen, ne? Mit unseren Units. Ah ja, diese Weltkarte mag ich hier überhaupt nicht. Nee, sowas gefällt mir überhaupt nicht. I don't like. Aber an sich, die ersten paar Minuten waren schon mal gar nicht verkehrt. So, Versteinerung aufheben. Lady Silver. Held des Tanz. Aha. So, hier ist noch ein bisschen was abgebaut werden kann. Und da. Und dann sind wir ja schon mal ganz gut fertig. Ist das hier noch? Ja. So, und hier braucht man was, wa? Status hier ist der Meister. Das gehört dir noch nicht. Wie kriege ich die? Werde ich in deine Schätze eine mächtige Fähigkeit zu erhalten? Das wird wohl eine Weile dauern, bevor man hier so eine Meerjungfrau kriegen kann, oder? Okay, eins, zwei, drei, vier. Okay. Und haben wir noch was? Ah, wir kriegen noch eine Belohnung, 1300 XP. Scheinbar sollten wir öfter herkommen, Captain. Die Weissagungsquest können wir verbessern, von D auf noch C. Das ist wie in... Oh, dieses eine Zombie-Game, wo man Quests machen musste auf der Map, damit man weiter vorankommt. Last Survivor? Wie ist das? Weiß gar nicht mehr genau. Dieses Underground. Dieses Underground-Game. Gut, ich glaube, wir sollten langsam mal unsere Festung verbessern, mal. Besitze eine 5 und trainiere 30 Fernkampftruppen. Dann trainieren wir die noch. Ausbilden. Und wir können hier weitermachen. Scharfschütze. Wo ist er? Da. Geilo. Ups. Ups. Ach, gewonnen. Easy, sag ich doch. Den großen blauen Knopf drücken. Und wir kriegen jedes Mal Belohnung, sehr geil. Hätte man wahrscheinlich mit einem Schuss machen können. Ne, der fliegt hier raus, glaube ich. Jetzt hätte man zack, zack, zack machen können. Ups. Ah. Schon wieder erledigt. Geht's hier weiter? Bis wohin geht's denn? 110 gerade mal. Also nicht wirklich viel. Und besitze eine Level 5 Heldin. Die können wir jetzt verbessern. Wrestling können wir verbessern. Da. Und da kriegt immer wieder mehr Stats dazu. Da kann man noch was bauen. Kann ich das Ding verbessern? Oh, ich brauche Nahrung. Ich brauche mehr Nahrung. Aber kann ich nicht bauen? Hm. Machen wir hier vielleicht noch ein bisschen was? Oh, baufälliges Gebäude, nice. 5 Minuten dauert es jetzt und dann kriegen wir 4000 Nahrung. Und wir kriegen nochmal 1500, sehr gut.
wird kälter und kälter. Scheiße, die Meerjungfrau. Ach, jetzt geht's oder was? Kriegen sie jetzt vielleicht doch schon? Dass nur der magische Dreizack mit ihm aufnehmen kann. Oh, das ist unsere Quest. Den Dreizack freizuschalten. Die Wolke, die nicht verschwindet. Aber was, mit der festen Level 5 war ja klar. Dafür brauche ich Ressourcen, die ich jetzt bekommen habe. Sehr gut. Wir könnten den Beschleuniger nutzen. Eine Minute. Dafür haben wir einige. Okay, ich soll es machen. Ich kam da nicht drum herum. Erforschen wir mal und wir werden gleichzeitig auch ein paar Gebäude bauen und zwar noch ein Lager. Was bringt mir das? Wahrscheinlich, dass es nicht ausgeraubt werden kann, oder? Ja. 210.000 sind safe. Das ist aber viel, wa? Ich kann es auch hier verbessern. Auch wichtig, alles verbessern. Dass sie nicht beklaut werden können. Ich habe keine Bauarbeiter mehr. Ups. Okay, yes. On my way. Sollte das diesen Bereich, Leute? Dafür müssen wir erstmal kämpfen. Let's go. 5200 Truppenstärke gegen. Ich habe keine Ahnung, wie stark der Gegner ist. Wo ist meine andere? Huch! Normale Infanterie gewinnt gegen Belagerung. Sehr gut. Also, das ist ein wirklich cooles Spiel, muss man sagen. Leider bedauere, denke ich. Ich soll mal erst läutern. Dass das schnell wieder so wird, dass man ohne Echtgeldeinsatz nicht wirklich vorankommt. Und das finde ich schade. Ein Kraken. Und weg ist er. Oder auch nicht. Interagieren. Wollen wir gemeinsam die Geheimnisse des Ozeans erforschen? Lass uns heute ein Spiel spielen. Geschenk senden. Senden. Aha. Ah, okay. Ich könnte mir Holz suchen oder halt diese magische Kristallessenz. Aber auch doch, hier könnt ihr auch noch. Okay, wir können auf jeden Fall mehrere davon scheinbar haben. Gut. Der ist noch beschäftigt. Wir können hier die Versteinerung aufheben. Sehr nice. Wir kriegen neue Leute. Oh, er geht sogar durch. Wenn sie gelb sind, gehen sie durch. Wenn sie rot sind, gehen sie nicht durch. Neue Leute. Wir haben jetzt 5 Bewohner. Okay, macht das so richtig Laune auf jeden Fall. Den wollte ich noch verbessern. Und das hier auch noch. Das kommt alles weg. Das kann ich ja gar nicht verbessern, oder? Nee. Aber das kann ich noch verbessern. Alles verbessern. Noch eine Schatzkiste. Ui, jetzt muss man sogar mit 3
drei verschiedenen Ebenen. Aber da es immer ein Schwert wird oder ein Dreizack wird, ein Hut des Gefreiten haben wir erhalten. Infanteriegesundheit und Fernkampfverteidigung plus 3 und 5%. Sehr nice. Will do, I'll go. Okay, will do. Ein verdächtiger Mann wurde von deinen Seeleuten hereingeführt, der behauptet, ein schiffbrüchiges Besatzungsmitglied zu sein, das sich versehentlich in deine Festung verirrt hat. In der Schloss ist etwas Essen und frisches Wasser sowie ein blutbeflecktes Taschenmesser. Daher beschließt du, nimm ihn fest. Der weinende Mann sagte, seine Frau würde immer noch auf seine Rückkehr warten. Du hast dich entschieden, ihn gehen zu lassen. Er rannte wie verrückt aus deiner Festung. 800 Steine bekommen. Okay, nicht mit. Und wieder ein paar Golddublonen. Eine Truppenart, was haben wir hier? Artilleriegießerei. Können wir das noch ein bisschen weiter verbessern? Und ein paar leichte Mörser oder die da? Achso, der Bau ist im Gang, alles klar. Okay. Schließe die Etappe 32 ab. Oh, sehr schön. Sollten wir zerschießen. Na, weiter. Ups. Ping. Sehr schöne Kettenreaktion. Wunderbar. Nächstes abgeschlossen. Läutern wir das Ding oder erforschen es. Brauche ich Festung Level 6? Wofür brauche ich das hier? Mehr Ressourcen. Aber wir können auch hier verbessern. Oder? Nee. Und 4000 Ressourcen. Ja, das ist tatsächlich wie dieses Underground-Game. Auch die gleiche Art, dass wir neue Leute bekommen können. Retten. Sollen wir nicht noch mehr? Himmlisches Auge. Gehen wir gleich hier hin. Angriff. So, was haben wir denn sonst noch so an Buttons? Gucken wir uns nochmal hier um. Schönes neues Abenteuer. Verzichte. Eventzentrum. Bemerkt ihr auch nichts? Irgendwann mit 2 steht hier. Hier. Einsammeln. Erreichen eine Macht von 500.000. Und. Bauen eine Festung Level 5. Sehr schön. Nachrichten haben wir noch. Vom System eine Nachricht. Ah, jetzt nicht. Und hier haben wir die einzelne Mission gehabt. Durch das himmlische Auge. So, wir haben hier natürlich noch diese ganzen Golddublonen. Die können wir jetzt natürlich alle reinziehen, ne? Die ganze Premium-Währung. Was fehlt noch? Besitzzahl in 5 Helden. Das ist richtig. Wenn wir die mal verbessern. Besiege ein Level 2 Geister auf der Karte. Jetzt müssen wir also da auch noch was machen. Suche. Angriff. Ah, ich bin gerade noch dabei, ne? Hier, zurückkehren. Gut. Aber ist die Taverne auf Level 2? Welche Taverne? Ich habe eine Taverne. Ach, die ich gerade gesammelt, erforscht habe, ne? Ja. Dafür dürfen wir sie aber erstmal killen. Also wirklich schönes Spiel, muss man sagen.
Gefällt mir. Oh, Lady Sir wird umgenutzt. Die war weg. Die hat's da. Oh, da kommen noch mehr. Die hat's dahin gerafft. Junge, wie die wegschmelzen. Ey, war weggeschmolzen. Cool, also wirklich ein schönes Spiel, muss man sagen. Ich habe jetzt die ersten 30 Minuten gespielt. Und jetzt, außer halt, dass ich die Vermutung hätte, dass es nicht so geil ist, nichts Negatives feststellen können. Also bisher ist es noch sehr cool, neue Truppenart. Jetzt können wir halt die Brandstifter. Kann ich die Jäger später auch noch verbessern? Bestimmt, wa? Geht's halt runter bis 11, Stufe 11, die Donnerwerfer. Das ist kontinuierliches Training. Hier, guck mal, die kann ich zum Beispiel aufwerten, ne? Da sage ich, aus denen könnte ich halt die Brandstifter machen. Aus 50 Stück dauert 4 Minuten und 42, 4 Minuten und halt Ressourcen. Dann würde ich halt Brandstifter kriegen. Die etwas besser sind. Aber wirklich nur echt minimal, glaube ich. Ja, also, ich kann euch das Spiel aktuell sehr empfehlen. Auch vielleicht habe ich Bock, das später weiterzuspielen. Erstmal bleibt es mal angespielt. Und ja, ansonsten, ich weiß gar nicht. Doch, ihr findet sogar in der Videobeschreibung einen Link zu dem Game. Zieht es euch gerne mal rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao.